Gibt es noch irgendetwas, das du mir über Shari erzählen kannst? Warum sollte sich Nur dafür interessieren? Die Menschen dort sind stumme Unterstützer der Aufständischen. Einfache Leute. Arbeiter. Händler. Wenn ich so darüber nachdenke, Nur erwähnte tatsächlich einen neuen Kontakt. Einen Händler. Vielleicht wohnt er in Shari, bei den Lederfärbern der Manufaktur. Ich werde nach einem Stand Ausschau halten. Ich bedarf deiner Augen, Sadiki. Einen Augenblick. Darwish. Hasim. Assisi. Ich dachte, du wärst tot. Das dachte ich von dir auch. Was machst du hier? Deine Kleidung. Du bist nun einer von ihnen? Wie das? Ich bin ein Verborgener unter Roshans Führung. Verzeih mir, das ist alles zu viel. Als ich dich unter den Toten nicht fand, hoffte ich, dass du irgendwie entkommen wirst. Ich habe nächtelang für dein Überleben gebetet, dass du in Sicherheit bist. Heute zeigt mir Allah, dass er mich erhört hat. Ich bin deiner Gebete nicht würdig. Was in jener Nacht geschah, war nicht dein Werk, sondern das böser Männer. Das weißt du. Deswegen hast du dich entschieden, diesen Weg zu beschreiten. Deswegen bin ich nun in Bagdad. Ali ibn Muhammad ist ungestüm und sieht sich selbst als der Mahdi. Ich verachte den Mann, aber wir kämpfen gegen denselben Feind. Einen, bei dessen Niedergang ich helfen muss, wenn meine Seele je ruhen soll. Es ist also wahr. Du bist der Rebellenhändler, der Nur geholfen hat. Wie ist es ihm ergangen? Sein Leben hängt in der Schwebe, aber er ist bei meinen Leuten sicher. Ich setze seine Arbeit fort und jage die Unterdrücker Bagdads. Ali half Nur dabei, sich einem solchen Mann zu nähern. Aber wie du vielleicht weißt, ist er seitdem verschwunden. Er ist nicht verschwunden. Er wurde gefangen. Ein Schicksal, das er gerade mit vielen Aufständischen teilt. Weißt du, wo er festgehalten wird? Er wurde zur Wache von Beb Khurasan gebracht. Aber das ist schon Wochen her. Du beherrschst schon ihre Abgänge. Es war schön, dich wiederzusehen.
Pass auf dich auf. Du magst jetzt in besseren Händen sein, doch ich bleibe ein nörgelnder alter Mann. Und Basim, wenn du dich mal etwas diebisch fühlst, komm ich besuchen. Ich könnte deine Hilfe brauchen. Für die gute Sache, versteht sich. Was ist geschehen? Hervorragende Krieger. Hier muss ein Beutelschneider rein. Du sagtest, du bräuchtest Hilfe, Darwish. Dabei den Aufstand aufrechtzuerhalten, nehme ich an. Richtig. Mit Geld lässt sich da viel erreichen. Aber ohne die richtigen Mittel lässt sich schlecht an Geld kommen. Sieh mal. Es heißt, dass unsere feinen Bürger seltene und einzigartige Gegenstände mit sich herumtragen. Erleichtere sie von dieser Bürde, Basimund, werde belohnt. Und du weißt wirklich, wie man die benutzt? Dein Rüstzeug ist ein wenig abgenutzt. Pass auf dich auf. Möge Allah uns wieder zusammenführen, Basim. Ich grüße dich. Friede sei mit dir. Was gibt es heute bei dir? Bitte, sieh dich um. Das ist leicht und hält doch fast jeder Klinge stand. Sonst nichts? Ich muss aufbrechen. Leb wohl. Ich bring dir meine Schulterfinte bei. Die klappt immer. Hat mir schon viel zu oft den Hintern gerettet. So habe ich im Jahr 23. Schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. Zeigst du mir deine Waren? Sieh dir meine Auslage an. Brauchst du etwas Spitzeres? Abgemacht. Ich habe ein Händchen für scharfe Dinge. Danke. Ich verstehe was von Klingen. Hast du, was du brauchst? Ich sollte mal weiter.
Dann auf bald. Als Ausholbewegung, als der westlich von Kinasrin bei einem. Nur eine Fleischwunde, aber eine schlimme Narbe, wie du weißt. Nur etwas weiter links oder rechts. Thank you.
Eine Fleischwunde, aber eine schlimme Narbe im Geist. Hast du die Harissa bei Ahmads Bruder probiert? Dass ihr euch strikt an die Höchstpreise der jeweiligen Ware. Thank you.
Yalla, yalla! شيئاً. لكن برغم أجل إنه أروى من أن يخفي شيئاً.